So, heute schauen wir uns mal die Kostenstellungsrechnung an. Also uns interessieren insbesondere die Zuschlagssätze und der Betriebsabrechnungsbogen. Jetzt gehen wir mal von einem Beispiel aus. Es wäre so ein kleines Startup-Unternehmen, was so Drohnen herstellt. Und jetzt wollen wir natürlich die Drohnen auch verkaufen und wir wollen jetzt irgendwann auch mal zu dem Punkt kommen, wo wir in der Lage sind, dann jetzt genau zu kalkulieren, für welchen Preis wir dann diese Drohne dann auch anbieten können, dass sich das auch für uns rechnet, ne? Und so ein Unternehmen hat ja verschiedene Kosten und wir müssen jetzt schauen, dass wir die ganzen Kosten dann auf das Produkt auch umlegen. Wir gehen jetzt davon aus, wir haben nur dieses eine Produkt, nur diese Drohne quasi, die wir verkaufen. Wir möchten auch möglichst einfach kalkulieren und wir unterscheiden quasi zwei verschiedene Kostenarten. Wir haben einmal die Einzelkosten und wir haben einmal die gemeinen Kosten. Einzelkosten sind Kosten, die wir also quasi der Drohne direkt zuordnen können. Also wir können jetzt sagen, okay, die Drohne besteht hier, man sieht es nicht ganz, aber hinten ist noch ein weiterer Motor. Die Drohne besteht aus vier Motoren, also die kosten dann ein paar Euro, ja. Also das können wir dann direkt hier kalkulieren, dann auch die Luftschrauben, dann brauchen wir ein Gehäuse, dann brauchen wir einen Akku zum Beispiel, vielleicht ist ja auch noch eine Kamera drin, dann bräuchten wir noch eine Kamera, ja, Schrauben und so weiter, ja. Okay, also das können wir der Drohne direkt zuordnen. Dann wissen wir genau, für eine Drohne müssen wir halt vier Motoren kalkulieren und vier Luftschrauben. Das kostet dann so und so viel, ja. Was wir auch wissen, ist, dass wir in der Fertigung einfach auch Mitarbeiter haben und die beziehen auch Löhne, ja. Okay, also das sind Einzelkosten, die kann ich wirklich der Drohne direkt zuordnen, das kann ich auch schön kalkulieren. Und wenn ich jetzt weiß, okay, wir haben 5000 Drohnen hergestellt und das Material kostet uns 150.000, dann teile ich das einfach mal durch 5000, dann weiß ich auch, wie viele Ausgaben ich für eine Drohne hatte. Genauso ist es mit den Löhnen, wenn ich jetzt hier 100.000 Euro Löhne hatte für die Mitarbeiter, nur die in der Produktion beschäftigt sind, kann ich das auch auf eine einzelne Drohne umlegen. Ja, das ist relativ einfach. Das nennt man Einzelkosten. Bisschen problematischer wird es dann bei den Gemeinkosten. Die kann ich dem Produkt jetzt nicht so einfach zuordnen. Da muss ich erstmal ein bisschen kalkulieren und ein bisschen umrechnen. Ja, und das ein bisschen verteilen. Was sind Gemeinkosten? Das sind solche Stromkosten. Jetzt fallen die Stromkosten ja nicht nur in der Produktionsabteilung auf, sondern wir haben ja auch eine Verkaufs-, eine Vertriebsabteilung, wir haben eine Verwaltung, da wird auch die Buchhaltung gemacht, ja, und wir haben den Einkauf, die haben natürlich auch alle Strombedarf, ja, und dann haben wir auch die Miete. Die Miete ist auch nicht nur für die Produktionshalle, sondern wir haben auch eine Lagerhalle und auch noch die ganzen Büros, okay? Genauso ist es mit den Gehältern, ja? Okay, das nennt man Gemeinkosten, ja? Und jetzt müssen wir halt schauen, gehen wir davon aus, wir haben jetzt mal Strombedarf von 15.000 Euro gehabt, 20.000 Euro Miete und Gehälter von 65.000. Und das wollen wir jetzt ein bisschen umlegen. Um das jetzt zu kalkulieren, haben wir quasi so, man nennt das Kostenstelle. Wir teilen also die Firma quasi in vier Bereiche auf. Wir sagen, das ist die Kostenstelle Material. Kann man so ein bisschen sagen wie die Einkaufsabteilung, die Kostenstelle Fertigung, Kostenstelle Verwaltung und Kostenstelle Vertrieb. Und auf diese vier Bereiche wollen wir jetzt die Kosten einfach mal verteilen. Jetzt überlegen wir, okay, wir haben 50 Kilowatt Strom verbraucht, insgesamt die ganze Firma. Wie können wir das dann auf diese vier Kostenstellen verteilen? Ja? Und das haben wir. Jetzt haben wir dann in Stromzählern gesehen, okay, also die Produktionsabteilung, die hat einen großen Batzen, die hat den größten Teil hiervon von dem Strom verbraucht, und zwar 30.000 Kilowatt, ja. Und wir sehen auch die Verkaufsabteilung, die hat nicht so viel nicht so viel verbraucht. Auch die Verwaltung hat nicht so viel Strom verbraucht. Jetzt müssen wir nur wissen, was haben uns die 50.000 Kilowatt Strom gekostet. Und dann können wir anfangen, prozentual diese Kosten umzulegen, ja. Jetzt schauen wir also mal nach. Sehen wir hier, also 60% des Stroms hat also die Produktionsabteilung verbraucht. Und wenn wir jetzt wissen, der Strom kostet uns 15.000 Euro insgesamt von der ganzen Firma und die Produktionsabteilung hat 60% davon verbraucht, ja, also haben die Kosten verursacht von 60% von den 15.000.
Ja, genauso ist bei der Einkaufsabteilung, die hat 24% des Stroms verbraucht, als hat sie 24% von den 15.000 Stromrechnungsbetrag verbraucht. Okay, also können wir das quasi auf diese vier Kostenstellen, können wir das Geld umlegen und dann haben wir, sehen wir jetzt, die Produktionsabteilung hat jetzt 9.000 Euro an Stromkosten verursacht. Ja, das haben wir jetzt schon mal auf die einzelnen Kostenstellen umgelegt. Und sowas macht man dann für verschiedene Bereiche. Das machen wir nicht nur für Strom, das machen wir für Miete und Gehälter und das machen wir noch für viel mehr andere Punkte, die ich jetzt hier gar nicht aufgezählt habe. Und jetzt legen wir, also wir legen den Strompreis von 15.000 auf diese vier Kostenstellen um. Material, Fertigung, Verwaltung, Vertrieb. Also genau diese vier Kostenstellen. Ja? Jetzt schreiben wir nur schön in so einen Plan rein. Jetzt sehen wir nochmal 12.000 Kilowatt, 30.000 Kilowatt, 5.000 Kilowattstunden und 3.000 Kilowattstunden. So, und das haben wir eben gerade ausgerechnet. Das sind die Beträge, die auf die einzelnen Kostenstellen anfallen. Ja, am meisten Strom hat wirklich der Fertigungsbereich verbraucht. So, jetzt ist aber jetzt Miete. Jetzt schauen wir uns die Miete an. 20.000 Euro Miete haben wir gehabt im ganzen Jahr. Und jetzt müssen wir gucken, wer hat denn am meisten Platz gebraucht. Und das können wir eigentlich mit den Quadratmetern eigentlich sehr schön sehen. Hier sehen wir 1.000 Quadratmeter hat die Fertigungskostenstelle verbraucht. Also im Bereich Fertigung 1.000 Quadratmeter. Die haben eine große Halle gebraucht. Und die anderen Bereiche, die anderen Kostenstellen haben deutlich weniger Quadratmeterzahl an Fläche benötigt, ja, um ihre Tätigkeiten zu machen. Das heißt, ein großer Teil der Miete wird auch wieder auf dem Fertigungsbereich sein. Insgesamt sind es 2.000 Quadratmeter. Die Hälfte davon fällt auf den Fertigungsbereich, also fällt allein 10.000 Euro an Mietkosten verursacht einfach die Kostenstelle Fertigung. Okay? Ja? Wir rechnen dann einfach wieder die Prozentzahlen aus. Wie viel Prozent ist das? Ja? Und dann wissen wir, 10.000 Euro fällt auf die Kostenstelle Fertigung. Und auch die Gehälter werden in einem Verhältnis aufgeteilt. Auch hier musste man schauen, wo war so ein Mitarbeiter eigentlich am meisten tätig. Wir haben auch Reinigungskräfte, die sind in allen vier Bereichen tätig und andere Mitarbeiter sind vielleicht an einem Tag mal in der Kostenstelle Fertigung tätig. Ansonsten sind sie nur in der Verwaltung. Und dann haben wir auch hier, muss das Unternehmen nachgucken, wie verteilen wir denn die Gehälter auf? Und hier haben wir einfach mal so einen Satz, den haben wir uns mal ausgerechnet. Das Unternehmen hat sich den mal ausgerechnet. Und so werden dann auch die Gehälter verteilt. So, und wenn wir das jetzt summieren, dann sehen wir genau, in dem Bereich Fertigung, in der Kostenstelle Fertigung, sind immer 40.000 Euro Gemeinkosten entstanden. Ja? Also Strom, Miete und Gehälter, ja, anteilsmäßig kam nochmal dazu. Genau, in der Kostenstelle Verwaltung sind 30.000 Euro an Kosten entstanden und im Vertrieb 15.000 Euro und in der Kostenstelle Material 15.000 Euro. Okay, so weit, so gut. Und jetzt probieren wir unsere Zuschläge auszurechnen. Zuschläge sollen uns später die Kalkulation vereinfachen. Wir wollen also wissen, was müssen wir noch an Kosten zusätzlich draufschlagen, wenn wir wissen, was das Material kostet und was uns vielleicht die Löhne von den Mitarbeitern in der Fertigung kosten. Und wenn wir da noch unsere Zuschläge drauflegen, dann können wir schön kalkulieren, für welchen Preis wir die Drohne anbieten wollen. Okay, jetzt rechnen wir uns unsere Zuschlagssätze aus. Wir wissen also, die Einzelkosten wissen wir ja schon, wussten wir ja schon, Materialkosten waren 150.000 Euro. Ja, und dann wussten wir noch, an Zusatzkosten, an Gemeinkosten sind nochmal 15.000 extra in der Kostenstelle Material für Strom, Miete und Gehälter angefallen. Also Kosten, die nochmal oben drauf kamen. Und so können wir quasi unseren Zuschlagssatz ausrechnen. 15.000 Materialgemeinkosten. 150.000 waren die Materialeinzelkosten, das war der Motor, die Luftschraube. Das heißt, das sind die Materialgemeinkosten, entspricht 10% von den Materialeinzelkosten. Ja? Das heißt, wir müssen, hier haben wir den Satz ausgerechnet, 15.000 durch 150 mal 100. Das heißt, wir müssen nochmal, wenn wir wissen, was das Material kostet, müssen wir nochmal 10% obendrauf schlagen, obendrauf kalkulieren, weil wir das einfach für Strom und Miete auch noch benötigen, ja, um einfach so eine Kalkulation zu machen. Okay. Genauso ist bei dem Zuschlagssatz für die Fertigungsgemeinkosten. Wir wissen hier wiederum,
Die Fertigungseinzelkosten, also die Löhne in der Fertigung, lagen bei 100.000 Euro und wir hatten uns vorhin ausgerechnet, 40.000 Euro. Hier waren nochmal Gemeinkosten, Miet und Strom. Die müssen auch nochmal obendrauf geschlagen werden. Ja, das entspricht jetzt hier 40.000 Euro Gemeinkosten von 100.000 Euro Fertigungseinzelkosten. Das entspricht 40%. Ja, die müssen wir nochmal drauf kalkulieren. Jetzt können wir schon mal eine erste Kalkulation anfangen. Also was wir insgesamt an Ausgaben jetzt quasi hatten. Wir haben also 150.000 Euro für das Material ausgegeben, für die Motoren, Luftschrauben, das Gehäuse, die Elektronik, den Akku und so weiter. Wir haben Materialgemeinkosten von 15.000 gehabt. Für Miete und Strom und Gehälter anteilig sind wir schon mal bei 165.000. So, dann wissen wir haben 100.000 Euro für die Löhne ausgegeben, für die Löhne in der Fertigungsabteilung. Und wiederum hat die Fertigungsabteilung, also Fertigungskostenstelle, nicht Abteilung, sondern die Kostenstelle, hatte nochmal sind nochmal Ausgaben angefallen und Stromkosten angefallen und auch Gehaltskosten angefallen, sodass wir hier, wenn wir das zusammen addieren, auf 140.000 Euro kommen. Wir berichtigen das Ganze noch so um Minderbestände und Mehrbestände an Drohnen, ja? Und dann haben wir die Herstellungskosten des Umsatzes, die liegen also bei 300.000. So, 300.000 Euro, okay. Ja, und jetzt fehlen aber noch was. Jetzt müssen wir noch zwei Zuschlagssätze kalkulieren, also den Verwaltungsgemeinkostenzuschlag. Hier nehmen wir die Herstellkosten des Umsatzes, 300.000, und schlagen hier nochmal, rechnen aus, wie viel Prozent entsprechend davon diese Verwaltungsgemeinkosten, die hatten wir hier ausgerechnet mit 30.000 Euro, ja, das entspricht 10% von den Herstellkosten des Umsatzes. Ja, okay. Genauso ist es bei den Vertriebsgemeinkosten, haben wir hier gesehen 15.000, ja, und das entspricht 5% von 300.000 von den Herstellkosten des Umsatzes. Jetzt haben wir unsere ganzen Zuschlagssätze quasi ausgerechnet, die wir benötigt haben. Der Zuschlag für die Vertriebsgemeinkosten 5%, Verwaltungsgemeinkostenzuschlag 10%, Fertigungsgemeinkostenzuschlag 40% und Materialgemeinkostenzuschlag 10%. Das war's.